Tarzan 3D. Das haben wir schon tausendmal gesehen, beziehungsweise die Geschichte nach dem Roman von Edgar Rice Burroughs, ja, mit Johnny Weissmüller, Unvergessen und Lex Barker. Das waren noch Zeiten, als der Lendenschurzheld sich da von Liane zu Liane schwang. Nun kommt eine Neuverfilmung in die Kinos, die im Motion-Capture-Verfahren gedreht wird, also Animation. Heißt schlicht Tarzan, beziehungsweise Tarzan 3D. Und leider ist das Ding echt zum Lausen. Bisschen schade, dass ich das sagen muss, weil der Film auch aus Deutschland kommt. Aber die ganze Geschichte ist sehr verworren und auch entfernt sich arg von dem Original. Es geht um einen Meteoriten, der vor 70 Millionen Jahren in der afrikanischen Wildnis abgestürzt wird und dessen Teile nun eine raffgierige Organisation fördern will und natürlich den Lebensraum bedroht von Tarzan, der sich dagegen dann halt stemmt. Ja, die Animation ist auch nicht besonders glücklich, doch führt doch nicht selten zu Kopfschmerzen. Und die Kamerafahrten sind auch so ein bisschen unübersichtlich. Das ist natürlich ein bisschen schade. Gerade für ein kindliches Publikum ist das doch sehr oder viel oder zu viel. Also da muss ich sagen, ist die Verfilmung nicht gut gelungen. Hätte ich mir mehr erwartet. Lieber die alten Johnny Weissmüller, die schicken angucken in Schwarz-Weiß. Da ist der Schrei auch noch richtig gut. Die mache ich jetzt hier nicht nach. Ansonsten, wie gesagt, bleibt da nicht viel zu sagen, als dass man sich den Film eigentlich schenken kann. Und wenn überhaupt nur fürs Heimkino.